Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Ja, ich stand dem Rienzi vor der Arbeit auch etwas skeptischer gegenüber, als ich es jetzt tue. Ich finde das Werk eigentlich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Ja, der Rienzi ist natürlich ein Frühwerk, aber der Rienzi ist in vielen Momenten schon ein sehr ausgewachsener Wagner, finde ich. Also man tut dem Rienzi ein bisschen Unrecht, wenn man ihn als minderwertig bezeichnet, denn er ist durchaus in der Lage, einen zu faszinieren. Sicherlich gibt es Momente, wo man merkt, er war noch nicht der große Dramatiker, aber es ist auch einfach im Gegensatz zu den späteren Werken kein durchkomponiertes Musikdrama, so wie es der Holländer ist zum Beispiel, wo er wirklich schon Abstand nimmt, sondern es ist einfach noch sehr der Tradition der Grand Opera verhaftet. Es sind einzelne Nummern, die hintereinander kommen. Und das alles führt dazu, dass man vielleicht einen etwas zwiespältigen Eindruck hat, wenn man das Werk sieht. Wäre es nicht von Wagner, von dem man immer was anderes erwartet, würde die Diskussion gar nicht entstehen. Da würde man gar nicht sagen, das Werk ist irgendwie schwach oder so. Es ist natürlich anders und vielleicht auch in manchen Belangen etwas schwächer als die späteren Werke. Aber auch da gibt es Unterschiede. Und wir haben eigentlich festgestellt bei der Arbeit, dass man sehr viel rausholen kann aus dem Stück. Szenisch und inhaltlich, musikalisch sowieso. Und es ist natürlich sicherlich eines der politischsten Werke von Richard Wagner. Also wir sehen, es wird sehr genau beschrieben, wie ein Volk einen Heilsbringer sucht, ihn im Rienzi findet, ihn praktisch zur Macht erhebt, um dann, weil er ein paar politische und taktische Fehler begeht, ihm den Rücken zu kehren und ihn letztendlich sogar umzubringen. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Parabel auf vieles, was so geschehen ist in der Historie. Und das ist ein sehr, sehr interessanter und sehr spannender Vorgang, den man da zeigen kann. Wir arbeiten relativ abstrakt, behaupten aber trotzdem, wir sind in einer Art Rom. Also wir haben Dinge, die an Rom erinnern. Wir haben so eine Mischung aus Rom und Oberfrankenhalle geschaffen. Ich glaube, das ist geografisch zwar nicht möglich, aber auf der Bühne geht ja so vieles.